Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Mitglieder des Zukunftsrats aus Bremen und Bremerhaven, als Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Organisationen und Verbände, heiße Sie sehr herzlich willkommen. Besonders herzlich willkommen heiße ich unsere externen, also nicht bremischen Mitglieder des Zukunftsrats, die Expertinnen und Experten verschiedener Themenbereiche, die gestern schon angereist sind. Herzlich willkommen auch Ihnen, meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Senat, ein herzliches Willkommen und allen, die ich jetzt noch nicht angesprochen habe, natürlich auch. Ich freue mich sehr, dass Sie es alle haben möglich machen können, heute zu unserer zweiten Klausur hier zusammenzukommen, zu unserer zweiten Tagung, hieran auch teilnehmen zu können. Und wir so gesehen das, was wir nicht nur im September begonnen haben, sondern ja auch in der Zwischenzeit über ganz verschiedene Gesprächsformen, Arbeitsformen vertieft und begleitet haben und weiterentwickelt haben, voranzubringen. Wir haben uns viel vorgenommen damit für unser Bundesland, für Bremen und Bremerhaven, den Blick in die Zukunft nicht nur zu wagen, sondern vor allem dieses auch zu gestalten. Deshalb möchte ich mich schon an der Stelle erst einmal herzlich bedanken für all das, was in den Perspektivgruppen erarbeitet worden ist, was in der ganzen Phase auch seitens der vielen Beteiligten aus den Verbänden, aber auch aus unseren Bremer Senatsressorts dem beigesteuert worden ist. Das sind, glaube ich, wichtige Grundlagen, die wir uns heute ja gemeinsam vor Augen führen werden. Die heutige zweite Tagung von drei Tagungen des Zukunftsrats hat damit eine Scharnierfunktion, eine wichtige Scharnierfunktion. Sie ist der Übergang, vielleicht kann man auch sagen, von der ersten Halbzeit in die zweite Halbzeit. Wir haben ja ganz ambitioniert gesagt, dass wir in der ersten Phase durchaus die Anregungen, Einschätzungen und Überlegungen, die es auch in Verbänden gibt, in den Ressorts, im Magistrat Bremerhaven, in vielen Bereichen, diese einmal zu den unterschiedlichen Säulen, Infrastruktur, Stadtentwicklung, Qualifizierung, zusammenzutragen und zu schauen, welches Bild sich daraus ergibt. Das werden wir jetzt, diese Phase des Sammelns werden wir abschließen und übergehen dahin, dass in den nächsten Monaten, wir wollen bekanntlich am 15. Oktober die Abschlusssitzung stattfinden lassen, jetzt gesagt wird, in welchen Feldern, mit welchen Vorhaben vielleicht sogar schon, mit welchen Projektlinien, Projektideen man vorangehen kann. Und dieses Umschalten wollen wir heute ja insbesondere dann auch im Laufe des Nachmittags damit verbinden, dass wir gerade unsere Mitglieder des Zukunftsrats aus dem Wissenschaftsbereich, aus dem fachlichen Bereich der Republik zu Wort kommen lassen wollen, mit einem Blick von außen auf das Land Bremen, auf Bremen und Bremerhaven, mit dem Blick darauf, was denn die Stärken, Schwächen, Perspektiven aus Ihrem Erfahrungsraum sind, um damit auch eine Spannung aufzubauen, die man, glaube ich, braucht, die man dringend braucht, wenn man etwas Produktives zusammenbringen will und voranbringen will. Die Ergebnisse werden am Ende breite Spannung haben müssen, visionär und konkret zugleich. Sie müssen mutig sein, aber gleichzeitig nicht übermütig. Und deshalb brauchen Sie einen gewissen Realismus. Auch darüber ist ja in den vergangenen Wochen und Monaten schon viel gesprochen worden. Ich bin sehr froh und sehr dankbar und will das hier nochmal sehr ausdrücklich sagen bei all denen, die schon mit eigenen Vorschlägen und auch Papieren und kleinen Studien Beiträge geleistet haben. Die Industrie- und Handelskammer, Handelskammer Bremen sei genannt, die Arbeitnehmerkammer sei genannt, aber in den Perspektivgruppen habe ich viel wahrgenommen, aber auch viele Menschen, auch Bürgerinnen und Bürger, junge Leute haben wir über verschiedene Formen eingebunden. Die Sozialsenatorin und die Jugendsenatorin hat ein Veranstaltungsformat gemacht. Wir haben uns darum bemüht, dieses zu organisieren in den Perspektivgruppen. Das ist von hoher Bedeutung, denn ein solcher Prozess, das ist jedenfalls die Ambition des Senats, soll nicht eine reine Expertokratie werden, sondern sie muss immer
Und für Bremen und Bremerhaven ist es eine tiefe Tradition, auch einen starken Beteiligungsaspekt haben. Ich bin vor dem Hintergrund natürlich sehr froh, dass wir mittlerweile auch dadurch erreicht haben, dass es eine Veränderung in der Diskussionskultur und in den Diskussionsthemen gibt. So würde ich es durchaus formulieren, wenn ich mir angucke, dass wir in vielen Teilen doch wieder stärker über Zukunft reden, über die Gestaltung reden und nicht so sehr die Vergangenheit. Natürlich müssen wir darüber reden, welche Herausforderungen wir haben und welche Problemlagen es gibt. Aber dieser Wandel, auch in dem, was ich medial wahrnehme, ist doch, dass der Blick in diese Richtung geht. Und diesen Blick müssen wir verstärken. Den müssen wir verstärken, wenn wir in der Tat vorankommen wollen. Und das ist ja dann nochmal das Übergeordnete, die übergeordnete Motivation auch für das, was wir hier und heute machen, aber was wir insgesamt mit diesem Prozess vorhaben. Damit bin ich auch schon am Ende meiner Einführung, denn heute haben Sie das Wort, Sie alle das Wort. Wir haben, glaube ich, auch die unterschiedlichen Beiträge heute Vormittag sehr breit gestreut und auch heute Nachmittag werden viele zu Wort kommen. Ich will mich sehr bedanken dafür, dass Sie auch in den Vorbereitungen schon die Bereitschaft hatten, dieses intensiv mit unseren Fachleuten vorzubereiten. Ich bedanke mich an der Stelle noch einmal sehr bei Christian Bruns und dem Büro dafür, dass Sie das so koordiniert haben und versucht haben, die Spinne im Netz zu sein und die vielen Gedanken zusammenzufügen und zueinander zu bringen. Ich will mich auch schon bedanken bei Will Friedmann. Professor Friedmann wird heute wieder durch die Diskussion führen und hat ja mit vielen von Ihnen auch in der Vorbereitung Gespräche geführt, sodass wir den Faden ein bisschen gezogen haben und damit auch natürlich einen solchen Tag vorstrukturiert haben. Ich bedanke mich schon bis hierher und darf jetzt Will Friedmann das Wort geben.